Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und eigentlich müssten wir jetzt nach Ulda gehen. Also nach Ulda. Und ja, aber wir haben jetzt hier noch Klassen, die gelevelt werden wollen. Auf Nummer 15. Das machen wir natürlich heute noch. Also nicht heute alles auf 15. Aber ich möchte halt schon noch relativ weit kommen, so dass wir dann beim nächsten Mal nur noch ein oder zwei Parts brauchen. Vielleicht mache ich auch hier dann noch ein Part, mal gucken. Wie gesagt, die Klassenquests machen wir dann wieder bei Zeiten. Aber in erster Linie werden wir jetzt erstmal uns um die ganzen Sachen hier kümmern, um uns hochzuleveln. Ich möchte auch solche Sachen haben. Ja. Ich fühle es gerne, als wenn ich mit denen mitlaufen würde, aber tue ich gar nicht. So. Ja, wir nehmen als erstes. Ach komm, hier, der Pikmin ist direkt der an der Stelle. Nehmen wir den als erstes. Und heute die Polter geht's da draußen. So, wir nehmen natürlich noch. Oh, Mann. Wir nehmen natürlich noch etwas Bufffood. Rosinen. Okay. Okay. Gut. Dann also einmal Baumhörnchen erledigen. Und alles andere auch. Kann alles etwas dauern. So. Wurstfungi. Dann das gleiche natürlich jetzt noch einmal mit dem Waldläufer. So. Brauche ich aber ich von jedem noch einen fürs Bestiarium. So. Dann jetzt als Druide noch mal. Ach ja. Es macht so viel Spaß zu leveln. Oh.
wollte ich jetzt nicht. So, wir gehen einfach mal hier weiter runter. Ach ja, es ist alles nicht ganz so einfach hier. Vor allem drei Klassen quasi zu leveln. Aber wie gesagt, das hier gehört halt leider auch mit dazu. So, jetzt kommen die Forstfungis. Wir schlagen die alle auf die Forstfungis ein. Die armen Forstfungis. Okay, warte mal. Als Druide wäre jetzt hier quasi ein Fade. Also, als Druide vor allem. Hier wäre jetzt einmal ein Fade. Den mache ich einmal mit. Weil Fates bedeuten für uns mehr Level. Und Fates sind gut. Wie sie auch einfach immer den gleichen nimmt, ne? Aber wie ich hier einfach so zwei Sachen gleichzeitig gerade mache. Da. Lol. Ja, mich kannst du einmal in Ruhe lassen hier. Warum auch immer er den großen Baum angreifen wollte.
Naja. Kann ich jetzt endlich mal... Danke. Achso. Ich hab die Katze schon wieder vergessen. Katze vergessen, nicht gut. Apropos. Okay, ich hab noch nichts. Kann ich jetzt was anlegen? Nee. Frage bei meinem Heiler, kann ich da was anlegen? Ja, eine Sache darf ich. Eine Sache darf ich bei meinem Heiler anlegen. Beim Dragoon ist es doch so unbefriedigend, man hat nur eine einzige Fähigkeit. So, hiernach wird es ein bisschen schwieriger. Okay, jetzt haben wir zwei. Schwarzmoloch. Schwarzmoloch, genau. Schwarzmolch. Die hier haben wir auf jeden Fall. So, wir kümmern uns also als erstes um den Pignier, würde ich sagen. So. Er sieht aber schon mal ganz okay aus. 5-4-4. So. Huch. Ja, wir auf jeden Fall das Wasserhexagon. Und ich sehe da hinten auch schon die Stechmücke. Ich würde das, halt ganz, das Ganze auch gerne irgendwie verschnellen, aber das geht leider nicht. Verschneien ist leider nicht möglich. Das Problem ist halt wirklich, es dauert immer mega lange. Bis man die Charaktere auf 50 hat, wenn man keine Story-Quest hat, die man währenddessen noch meistern kann. Aber gut, wir werden uns hier ja auch ein bisschen um die Nebenquest kümmern. Während des Levels. Ihr kennt das ja. Wobei wir jetzt halt wirklich erstmal das Bestiarium machen. Und uns dann hocharbeiten. Wobei ich mich jetzt umentschieden habe, wir machen als erstes den Druiden. Dann haben wir wenigstens auch schon einen Heiler. Weil dann können wir halt mit allem irgendwie in die Ini rein. Wobei hier jetzt natürlich an euch einmal die Frage ist, soll ich mit jedem Charakter, also soll ich dann, wenn wir in eine Ini nochmal rein müssen, gut, bei Dailies ist es jetzt Wumpe, aber soll ich dann zum Beispiel zum Leveln
die Indies mit reinnehmen oder sollte ich es nicht machen? Wie gesagt, bei mir ist es halt einerlei. Ich kann es halt rausschneiden, ich kann es aber auch drin lassen. Wäre halt für mich einfach, gut, ich nehme es nicht mit auf oder ich nehme es mit auf und ja. Es bedarf halt einfach nur einer größeren Planung, was ich wann wie mache. Und nimmt halt, es nimmt tatsächlich mehr Zeit in Anspruch, wenn ich es rausschneide oder rauslasse, als wenn ich es drin lassen würde. Das wäre halt schon der Fall. Gut, da hinten komme ich gerade nicht so schnell hin. Mückenschwarm. Ja, die Viecher brauche ich doch auch. So. Jetzt kommen die nächsten Viecher dran. Wie gesagt, alles, was jetzt kommt, ist halt wirklich etwas anstrengender. Ich würde zumindest gerne mit einer Klasse heute noch auf Level 10 kommen. Es wäre zumindest wünschenswert, sagen wir es mal so. Das Schlimmere daran ist halt auch, dass wir nur noch nicht reiten können. Oh, hier ist ein Fade aufgetaucht. Fade machen wir natürlich mit. Es ist jetzt halt einfach wirklich nur stumpf Marienkäfer töten. Also nichts besonders Schweres. Ich stelle mich einfach jetzt mal so ein bisschen an die Seite hier. So. Aber Stufe 7 zumindest schon mal. Wenn Stufe 7 ist ja schon mal gut. Sind nur noch 3 Stufen bis 10. Wie gesagt, ich bin schon mal zufrieden, wenn ich die Klassen auf 10 habe. Klasse auf 10 bedeuten für gewöhnlich, man kommt voran.
kriegen jetzt auch Hilfe. Das ist gut. Okay, warte. So, wir haben es ja zum Glück gleich mit unserem Marienkäferchen. Also bis jetzt sind 10 Minuten vergangen. Nee, 20 Minuten, Entschuldigung, es sind 20 Minuten vergangen. So, ich will jetzt natürlich da hinten einmal wieder zurück. Bei Fates möchte ich natürlich schon so gut es geht alle mitmachen. Komm schon. Süßer kleiner Nullis. So, also Mistfliegen. Wir müssen nach Mistfliegen suchen. Oh, da ist noch ein Feld. Mensch, also heute habe ich echt Glück mit den Fates. Zumindest was den Endcharakter jetzt hier angeht. In der Regel habe ich nämlich gar nicht so viel Glück. Bin meistens sehr vom Pech verfolgt.
Komm schon. Und Stufe 8. So. Dann Mistfliegen. Also, was haben wir denn da jetzt bekommen? Versetzt das sie in Schlaf. Okay. Kommt einmal damit hin. Jetzt können wir erstmal unsere Mistfliegen töten. Total eingemummt hier. So. Mistfliegenschwärme sind es noch. Wie gesagt, Level 9. Also Level 10 sieht wie gesagt ganz gut aus für den Druiden. Siegesruhm haben wir erhalten. Na dann. So, Schattenmilbe fehlt noch. Mückenschwarm und Kappgeier. Warte mal. Brauche ich mit dem Dragoon hier nicht auch noch die Schweinchen? Ja. Die brauche ich. So. Gut zu warten, bis man halbwegs vollgeheilt ist. So, und Stufe 5. Hiermit brauche ich es ja nicht, ne? Nee. Gut, war ja nur eine Überlegung wert. Okay. Schaudermilbe. Mückenschwarm.
Den Gauner-Imp brauche ich auf jeden Fall. Wäre wahrscheinlich nur keine gute Idee, den jetzt schon anzugreifen. Vermute ich jetzt einfach mal. So, gerade sind auch keine Fates mehr in der Nähe. Schwamm, Kapgeier. Die Viecher da brauche ich. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Level man wirklich schaffen kann. Also rein theoretisch, man kann 20 Level auf jeden Fall schaffen an einem Tag. Die Frage ist halt, will man das? Und muss man das? Für mich ist es halt mega anstrengend beim Aufnehmen. Oder während des Aufnehmens halt zu leveln. Vor allem der erste Part ist jetzt gleich durch und wir haben noch keine Klasse auf 10. Also. Wasserhexagon. Huch. So. Weg mit dir. Oh Mann, okay, warte mal. Ah, das nehme ich noch ein Fade. Da würde ich gerne schnell hin. Bevor wir den Part beenden. Beziehungsweise eigentlich möchte ich ihn erst beenden, wenn wir auf 10 sind. So, das kann dauern. Wedgers Hilfe wäre irgendwann mal ganz nett. Aber ich glaube, das kann noch sich nur um Stimmen handeln. Ah, nee.
Oh, wir kriegen Unterstützung. Das Problem ist, sie kriegt halt nur die Akku gerade nicht. Wir bräuchten echt einen DD. Jemand, der hier mal ganz kurz eingreifen könnte. Boah, mein Mana ist halt bald leer. Ja, das ist halt gerade erstmal. Ich muss jetzt aber erstmal warten, bis ich. Kann ich. So. Jetzt muss ich leider erstmal warten. Hilfe! Endlich! Gut, ist jetzt nicht besonders starke Hilfe, aber ich meine, 3 gegen ein Viech. Sollte ja schon machbar sein. Ah, der nächste. Boah, wieso kriege ich jetzt eigentlich die ganze Zeit ab? Also ich weiß, warum ich es abkriege, aber Leute, wir sind bei 14 Minuten. Oh Gott sei Dank. Puh.
Hornisenschwarm, Schattenmilbe, Mückenschwarm, Papageier. Okay, wir müssten dafür echt in den Nordwald. Oder halt Quests erledigen. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.